Ja, wir sind jetzt wieder in Nikos Wohnung und ja, erzählen dir erstmal, was wir über den Marquet erfahren haben. Ich habe Jacques Marquet gefunden. Hat er was gesagt? Ja, er hat geredet, zum allerletzten Mal. Ist er tot? Ja, von einem falschen Arzt, kaltblütig ermordet. Wie abscheulich. Was für ein Mensch würde sich als Arzt ausgeben und einen sterbenden Mann ausnutzen? War es Khan? Nein, ich weiß nicht, wer es war, aber sicherlich nicht Khan. Er ist geflohen, durchs Fenster. Mal von Hashi-Ashin gehört? Nein. Marquet sagte, sie wären sein größter Feind. Sein größter Feind war der falsche Arzt. Erinnere mich bloß nicht daran, der Typ war bösartig. Er hatte einen wilden, starren Blick, wie ein toter Fisch. Ich werde keinem Arzt mehr trauen. Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Marquet verantwortlich? Das glaube ich nicht. Er hätte ihn schon das erste Mal erledigen können. Außerdem hätte Marquet ihn erkannt. Er war bis oben hin mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Er hätte nicht mal mehr die vier Reiter der Apokalypse erkannt, ohne dass sie sich vorgestellt hätten. Okay. Was können wir denn jetzt machen? Vielleicht ist er jetzt im Museum der Professor da. Ich werde besser zurückgehen und mit diesem Verrückten reden. Mit wem? Rousseau oder Sergeant Mouet? Oder meinst du André? Das darfst du selbst herausfinden. Gut, ja, gehen wir noch mal ins Museum. Ah, und er ist endlich da. Verzeihung, sind Sie André Lobineau? Live und in Farbe. Möchten Sie ein Autogramm? Nein, mir wurde gesagt, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Helfen? Ich heiße George Stobbart. Ich hätte gerne Ihre professionelle Meinung. Nun ja, okay, schießen Sie los. Ja, wo fangen wir denn an? Ja, ganz vorne, ne? Sagt Ihnen der Name Montfaucon etwas? Klar, das war der schrecklichste Ort von Paris, zumindest vor der Revolution. Eine öffentliche Toilette? Montfaucon war der Platz, an dem viele Tausend exekutiert wurden. Ein dunkler Tempel des Todes mit vielen Bogenreihen. In jedem Bogen ein grausiges Ausstellungsstück. Galgen, an denen die Gehängten baumelten und die Krähen warteten. Das erklärt das Bild mit dem gehängten Mann. Ich habe einen Hinweis auf Montfaucon in Irland gefunden, in einem Dorf, das Loch Marne heißt. Loch Marne? Da hat doch Pegram gegraben. Genau. Er hat die Ausgrabung verlassen, bevor ich ankam. Kennen Sie Pegram gut? Nicht besonders. Ich habe ihn auf einer Konferenz getroffen. Ich hätte mich gerne intensiver mit ihm unterhalten, aber ich hatte keine Zeit. Wann war das? Oh, im Sommer. Juli, glaube ich. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu einer mittelalterlichen Handschrift. Vraiment? Haben Sie die Rolle hier? Nein, sie ist zu empfindlich und außerdem, da gibt es gewisse Leute, die vor nichts zurückschrecken würden, um sie in ihre gierigen Hände zu kriegen. Hört sich toll an. Haben Sie eine Kopie des Textes? Es ist nicht viel, nur ein paar Sätze auf Latein. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen, die Bilder zu entziffern. Ohne die Schriftrolle zu sehen? Das ist etwas viel verlangt. Sagen Sie mir nur eines, was bedeutet es Ihrer Meinung nach, wenn auf einem Bild zwei Männer auf demselben Pferd reiten? Die Tempelritter. Erscheint das Siegel der Tempelritter auf diesem Manuskript? Das würde ich zu gern mit eigenen Augen sehen. Jemand passt auf die Schriftrolle auf. In Paris? Ja, ist gar nicht weit von hier. Na gut, geben Sie mir die Adresse und ich komme hin und schaue mir das Ganze mal an. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht sollte ich das erst mit ihr absprechen. Eine Freundin also? Ja, yeah, es ist eine Frau. Oh ja, eine Frau. Diese Freundin, bei der die Schriftrolle ist. Ah oui, die unbekannte Dame. Sie wohnt in der Rue Jarry, Nummer 63. Ah, da kenne ich mich gut aus. Ich komme vorbei, sobald ich kann. Können Sie mir etwas über die Tempelritter erzählen? Ja, natürlich, Georgie. Soldaten, Diplomaten, Söldner, Mönche, Banker, was immer Sie sagen, es passt auf die Tempelritter. Die größte Streitmacht der Christenheit. Jesus Miliz. Heilige Mutter. Also ich finde das ja gar nicht toll, dass er uns hier Georgie nennt. Woher haben die Templer ihren Namen? Von dem Gebäude, in dem sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Der König von Jerusalem stellte ihnen einen Teil einer Moschee auf dem Tempelberg zur Verfügung. Man sagt, dass dort der echte Tempel von Salomon gestanden habe. Der Orden wurde zuerst als Ritter des Tempels und später als Tempelritter bekannt.
Sie sind eine Goldgrube für Informationen, André. Freut mich, wenn ich Ihnen helfen konnte, George. Trotzdem kann ich den Typen nicht leiden. Wieso waren die Tempelritter so reich? Ein Strom an neuen Rekruten verstärkte ständig ihre Reihen, viele davon aus edlen Familien. Sie mussten ein Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ablegen. Und so wurden ihr Vermögen, ihre Güter und Ländereien dem Orden überschrieben. Die Tempelritter besaßen sehr bald Land in Frankreich, Schottland, England, Spanien, genauer gesagt in ganz Europa. Die armen Christusritter wurden zur reichsten Macht der Christenheit. Ist es wahr, dass der Schatz der Tempelritter nie gefunden wurde? Ah, wer weiß das schon so genau? Wir wissen so wenig von dem, was wirklich geschah. Und andererseits ist es möglich, dass die Wahrheit nie an die Öffentlichkeit gelangte. Was wollen Sie damit sagen? Die Templer umgibt ein mythologischer Status, so wie zum Beispiel auch den britischen König Artus. Selbst jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass die Templer immer noch existieren. Halten Sie das für wahrscheinlich? Nein, nicht für einen Augenblick. Ich dachte, dass es Sie vielleicht interessiert. Jemand wird das Dreibein klauen. Das Lochmarn-Dreibein? Nein. Doch, ganz bestimmt. Ich kann Ihnen eine Beschreibung der Diebe geben. Bevor das Ganze überhaupt stattgefunden hat? Ich habe gehört, wie Sie den Einbruch geplant haben. Die verschwenden nur ihre Zeit. Das Dreibein wird durch ein hochmodernes Alarmsystem gesichert. Wie Sie meinen. Aber behaupten Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ja, das tolle Alarmsystem kennen wir ja schon. Warum leihen Sie mir das Dreibein nicht aus, damit es in Sicherheit ist? Weil ich es dann niemals wiedersehen würde. Sie trauen mir nicht? Das ist keine Frage des Vertrauens, George. Dieses Dreibein ist hunderte von Jahren alt und extrem zerbrechlich. Ich verstehe, was Sie meinen. Haben Sie mal etwas von den Hashashinen gehört? Wieso? Ja, das war eine radikale Muslimsekte, deren Namen zum Synonym für Mord wurde. Sie entstand in Persien im 11. Jahrhundert, kurz vor den Kreuzzügen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Templer. Ja, sie haben den romanischen Sprachen ein neues Wort beschert. Assassini, die Meuchelmörder. Wie sind die Assassini zu ihrem Namen gekommen? Das kommt von der Legende, die ihre geheimnisvollen Initiierungsriten umgibt. Einem jungen Mann, der in die Sekte eintreten wollte, wurde Haschisch gegeben, bis er ins Reich der Träume trieb. Wenn er erwachte, befand er sich in einem wundervollen Garten mit allem, was man sich nur wünschen konnte. Das frischeste Wasser, das köstlichste Essen, das ausgesuchteste Hasch und die wunderbarsten Frauen. Cool. Haben Sie die Adresse? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Diesen Vorgeschmack des Paradieses gab es nicht umsonst. Hätte ich mir denken können. Am nächsten Tag erwachte der junge Mann wieder in seiner normalen Welt. Ihm wurde gesagt, dass er einen Blick in den Himmel werfen durfte, der für die heiligen Märtyrer reserviert war. Ein Himmel, den er für den Rest der Ewigkeit genießen dürfe, wenn er sich den Hashashin anschließen würde. Was machten die Hashashin? Nun ja, wie ich bereits erklärt habe, waren die neuen Rekruten mehr als bereit, für die Sache zu sterben. Ihnen wurde beigebracht, wie man Dolch, Gift und Verkleidungen benutzt. Dann benannte der Großmeister der Sekte einen Feind Alas. Und sie setzten alles daran, diesen Feind zu eliminieren. Sie haben es erfasst. Sie kannten keine Angst und brachten den Tod. Existiert dieser Hashashin-Kult noch immer? Schauen Sie sich in der Welt von heute um und dann geben Sie mir die Antwort. Ah ja. Wo genau liegt Montfaucon? Im Nordosten beim Kanal Saint-Martin. Aber es ist nichts davon übrig. Der alte Galgen wurde während der Revolution abgerissen. Gut, können wir den noch irgendwas fragen? Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Alamut ist der Name von dem Ort, an dem die Hashashin ihr Hauptquartier hatten. Wo ist das? Irgendwo in der Gegend, die einmal Persien hieß. In moderner Geografie kenne ich mich leider nicht allzu gut aus. Auf der modernsten Karte, die ich habe, ist Amerika als englische Kolonie eingezeichnet. Wow, das ist ja... okay. Vielleicht noch das Foto? Kommt Ihnen der Typ auf dem Foto bekannt vor? Nein. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Beziehungsweise wir bleiben noch hier, weil wir müssen... Ich weiß, dass wir hier noch eine Sache machen müssen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon kommt. Und zwar müssen wir uns irgendwann hier in diesem Sarkophag verstecken. Wenn der Typ hier mal nicht hinsieht. Oh, nee, das war, glaube ich, jetzt zu früh.
Lassen Sie die Finger davon. Der Schrank ist mehr als 3000 Jahre alt. Schrank? Das ist ein Sarkophag. Ah, Moment. Ich muss, glaube ich... Der Wärter wirkt ziemlich aufgeblasen und hat diese kalten Augen. Nee, den Wärter wollte ich nicht. Ich wollte hier das Fenster gucken. Ein an der Wand angebrachter Metallstab führt zum Fenster. Okay, dann machen wir den jetzt mal auf. Dann macht er den nämlich zu, glaube ich. Und dann können wir jetzt hier heimlich in diesen Schrank rein. Sarkophag, Entschuldigung. Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Mehr als genug für mich. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. So, wir müssen das jetzt hier gleich umstoßen. Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier. Ja, das... Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst, du hast das Dreibein gestohlen? Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Oh Mann, da ist uns doch tatsächlich die Nico zuvorgekommen und ja, wir haben uns da wie so ein Depp aufgeführt. Naja, okay, Dreibein, Lobineau. Oh, übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. Ja. Zack. Nichts passiert. Ja. Der Edelstein passt genau, aber was beweist das? Vielleicht muss das Dreibein an einem bestimmten Ort stehen. Im Manuskript gibt es keinen Hinweis, wo das sein könnte, oder? Plöpp. Ah ja. schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Ja, oder auch so. Oh nee, jetzt muss ich mir alles wieder anhören, ne? Intelligenzbolzen, sorry. Ein Ritter mit auf der Schrift durch. Ja. Aber das... Da. Ja. Da. Nein. Schau mal. Hallo, jetzt bin ich gar nicht zu dem Dreibein gekommen. Okay, scheint wohl eh nicht wichtig zu sein. Also die Schriftrolle, da werden wir eh nichts Neues erfahren. Ja, gut. Jetzt haben wir beide Sachen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Oh, wir haben einen neuen Punkt. Ah, Montfaucon, genau. Das hat uns ja der André gesagt. Und da sind wir auch schon, Montfaucon.
Oha, ja. Die sehen ja sehr begeistert aus hier von diesem Jongleur. Gut, wo fangen wir denn jetzt mal an? Wir sprechen erstmal hier mit diesem Polizisten. Verzeihen Sie, Wachtmeister. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers. Nur, dass sie 1312 exkommuniziert worden sind und gleich zu Dutzenden gehängt wurden. Genau hier auf diesem Platz. Aber hallo, was man heutzutage so alles an der Polizeiakademie lernt? Non, Monsieur. Ich habe es einfach von der Tafel da oben abgelesen. Müssten Sie jetzt nicht irgendwo den Verkehr regeln oder sowas? Sie haben doch bestimmt den Pariser Verkehr gesehen, no? Klar, und? Ich könnte jetzt also diesen Verkehr regeln, den gefährlichsten zwischen hier und Rom. Oder ich kann hier sitzen, die Sonne, die Architektur und diesen durchschnittlichen Sauvignon genießen. Wofür würden Sie sich entscheiden? Klar, aber ich bin auch kein Polizist. Gibt es denn kein Pflichtgefühl mehr? Eine ganz exzellente Frage, Monsieur. Okay, gut. Ja, sollten wir einen Polizisten mal fragen, ob er den Typen hier gesehen hat? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No. Wer ist das? Ich vermute, ein international tätiger Attentäter. Oh. Mehr haben Sie nicht zu sagen? Nur O? Ich habe nur gerade überlegt, ob ich Ihnen sagen sollte, dass ich Sie für einen international tätigen Paranoiker halte. Aber das erschien mir dann doch ein wenig unhöflich. Ah ja, okay. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Oh, der Gullideckel, der blinkt. Da müssen wir doch bestimmt rein. Oh, das sieht schön aus. Jetzt ist die Frage, müssen wir da jetzt schon rein? Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Okay, da haben wir keine Lust zu. Der Jongleur war wirklich gut. Was ich nicht verstehe ist, warum steckt er diesen Enthusiasmus nicht in den Versuch, einen richtigen Job zu finden? Vielleicht mag er es einfach, sich anzuziehen wie ein Pferdearsch. Ja, der Spruch hätte von mir sein können. Hey, du da mit den Bällen. Ui? Ja. Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na, das, was Sie da machen. Werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben Sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze, nein. Ja, irgendwie habe ich keine Lust, jetzt mit dem Jongleur zu reden. Bis später. Au revoir, Monsieur. Ich habe übrigens auch noch bei Wikipedia gelesen, dass jetzt in der Director's Cut-Version die Todesszenen herausgenommen worden sind. Ich habe ja letztens gesagt, dass wir das und das nicht machen dürfen, weil dann eine Todesszene kommt. Ja, müsste man mal ausprobieren, ne? Ob das jetzt wirklich noch so ist, ob die dann gar nichts machen oder was dann passiert. Keine Ahnung. Ich habe mich da sicherheitshalber mal zurückgehalten. Gehen wir erstmal hier rein. Oh.